Servus, ich bin der Andi und ich zeige euch heute, wie ihr an diversen Mercedes-Modellen wie zum Beispiel W203, S203, CL203, W220 und da könnte ich jetzt auch ewig so weitermachen, weil die Membrane passt wirklich an sehr vielen Mercedes-Modellen. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung, dort mache ich eine Liste von allen Fahrzeugen und dann seht ihr ja, ob sich das Video jetzt für euch lohnt oder nicht. Typische Symptome für eine defekte Membrane, auch Ölabschneider genannt, wäre zum Beispiel ein Motor, der wo unrund läuft, also ein Ruckeln. Die Drehzahl schwankt im Leerlauf, der Motor geht im Leerlauf aus, die Motorlampe ist an und natürlich ein hoher Ölverbrauch. Vorab müssen wir natürlich erstmal jetzt die Motorabdeckung abmachen, um zu sehen, also beziehungsweise um an das Kurbelgehäuse ranzukommen. Das sollte eigentlich ganz einfach gehen, einfach nur abziehen und fertig. Und dann sehen wir auch schon, hier ist das Kurbelgehäuse, der Übeltäter. Und da werden wir jetzt aber mal die Membrane tauschen. Was jetzt noch auf eine defekte Membrane hinweisen würde, wäre, dass es an diesem runden Deckelbereich hier ein bisschen mit Öl verschmiert ist oder halt eben auch rausraucht. Das kann durchaus auch passieren. Deshalb einfach mal das Ganze ein bisschen rundum reinigen, sollte da Öl sein. Dann einfach einen Bremsenreiniger oder zur Not auch einen Glasreiniger nehmen und das einmal mal ein bisschen säubern. So, der Kollege ist jetzt natürlich sehr vorsichtig und deckt das Ganze ab, wieso auch immer. Und macht das Ganze dann mit einem Messer auf. Ich würde empfehlen, das Ganze mit einem Schlitzschraubenzieher aufzumachen. Man sieht ja, ich meine, der Deckel geht jetzt wirklich sehr simpel ab und Messer ist immer so eine gefährliche Sache. Deshalb einmal mit dem Schlitzschraubenzieher demontieren den Deckel und dann einfach vorsichtig abnehmen und dann kommen wir auch schon zur defekten Membrane. Dann nehmen wir einfach mal die defekte Membrane heraus. Wir sehen auch schon gleich, die Feder kommt mit. Was wir noch sehen ist, die Membrane ist wirklich total durch und der Feder geht es noch gut. Die verwenden wir einfach wieder. Da brauchen wir keine neue Feder und machen das einfach mal jetzt rundum noch ein bisschen sauber. Dann nehmen wir einfach mal die neue Membrane und schmieren diese ein bisschen mit Öl ein. Ruhig die Vorder- und Rückseite alles ein bisschen einschmieren. Dann können wir die Feder einlegen und schauen natürlich, ob die Feder in Ordnung ist. Und dann kommt auch schon die Membrane. Dann legen wir die Membrane richtig ein, so wie auf dem Video, da gibt es Vorder- und Rückseite, ist ja logisch. Und dann kommen wir auch schon zum Deckel, also langsam zum Ende und wir sehen, am Deckel ist ein Pfeil. Der Pfeil muss Richtung Schlauch zeigen. Hier sehen wir jetzt nochmal ein Bild, der kleine Pfeil zeigt direkt zum Schlauch. Das ist auch wichtig, dass das Ganze, also der Deckel wieder einrastet, einklipst. Dann können wir einfach draufkloppen mit der Hand. Nutzt dazu keinen Hammer, um das Ganze nicht zu beschädigen, da reicht vollkommen die Faust und dann ist das Ganze auch schon fertig. Dann starten wir den Motor, schauen, ob alles einwandfrei läuft und wenn das der Fall ist, dann haben wir alles richtig gemacht. Auch schauen, ob das alles dicht ist, dass da kein Öl rauskommt oder es rausraucht und dann war es das auch schon. Dann kommt noch die Motorabdeckung rauf. Leute, den Link zum Artikel findet ihr in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich viel Spaß bei dieser kostengünstigen Reparatur. Für einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich super freuen. Und bis nächstes Mal.